Willkommen zurück zu Pikmin 3, Tag Nummer 41. Wie viele Früchte können wir heute in der Eisöde der Verwirrung an Land ziehen? Aufgepasst, wir haben hier bisher 28 Arten von Früchten gefunden. Das ist nicht schlecht. Gut gemacht, Crew. Alf, wie viele Früchte sind auf diesem Planeten noch zu holen? Innerhalb unserer Reichweite gibt es noch 10. Wenn möglich, würde ich die übrigen Früchte auch gern einsammeln. Ja, je mehr, desto besser. Schließlich steht die Exi, Insi, Copper steht auf dem Spiel. Wir sind auf der Zielgeraden. Jetzt dürfen wir nicht nachlassen. Da sagst du, Charlie. Also noch 5 Früchte in der Eisöde und 5 am Fluss. Das kriegen wir doch hin, oder? Dann können wir Oli mal retten und haben quasi das perfekte Ending und das Spiel durch. Geil. Okay. Wie sieht's aus? Ach, da stecken ja noch ein paar Pikmin im Boden. Klar. Der letzte Part wieder ein bisschen abrupt aufgehört, leider wegen dem Sonnenuntergang. Blöd gelaufen, aber immerhin, die hier sind gereift. Und bereit für neue Schandtaten. Wo wir dann gleich hingehen, werden wir uns mal angucken. Warte mal. Ja, wo war das? Hier gibt's noch ein Dings. Und da hab ich eine Vermutung. Oder warte mal. Sag mal, gibt's nicht in diesem Spiel, gab's da überhaupt schon welche, die Wasser gespuckt haben? Also in Pikmin 2 gab's ja auch welche, die Wasser spucken konnten. Die hatten so eine blaue Schnauze. Nicht wie der hier, der hat eine rote. Da. Ihr dürft. So, ich probiere mal was Folgendes. Nein, wir müssen mit Charlie. So macht man das. Jetzt bloß nicht runterfallen. Ey, boah, habt ihr gesehen, wie die gelaufen ist? Hier ist voll rutschig. Hier gibt es noch weitere Geheimdaten. Wieder eine Null. Übrigens hat jedes Spiel oder jeder Spielstand, wie auch immer, eigene Codes. Also ihr könnt nicht die Codes von irgendjemand nehmen. Sondern, ja. Braucht jeder für sich. Aber klar, dass sie nicht mehr ihr Pinkes bekommen. So, ja. Und auf dem Weg zur Mango im letzten Part haben wir auch noch was gefunden. Aber fragt mich nicht genau was. Jetzt ist ein Blick auf das Gamepad nicht verkehrt. Obwohl, ich sehe da schon was. Wie kommen wir denn da hin am besten? Wir gucken uns das mal an. Hier rechts herum? Nein. Hä? Wie komme ich denn hier auf diese Ebene? Kann ich da irgendjemanden einfach hochschmeißen? Hier. Oha. Ja, da. Und da sind auch Steinpikmin gefragt, aber... Geht das? Ah. Nicht so wirklich. Hat aber so ausgesehen, ne? Er hat's gemerkt. Er hat uns bemerkt. Wir müssen zu dem hoch. Und guck mal, da ist auch eine Notiz. Bams. Da liegen sie flach auf dem Boden, du. Wir müssen irgendwo von anders da hinkommen. Guck's mir mal an. Wie wir da hochkommen könnten. Da. Oder ist es der Weg da hinten? Wir werden uns das definitiv jetzt mal genauer unter die Lupe nehmen. Wo führt das denn hin jetzt? Das ist die Abkürzung. Okay. Gut, aufgepasst. Ja, bringt euch so ein bisschen da in Sicherheit. Allesamt. Und dann boxen wir uns durch, wie es geht. Allerdings brauchen wir auch Felspikmin. Die muss dann Brittany noch holen. Sag mal, könnt ihr dich mal langsam machen, bitte? Ja, okay, viel Spaß. Ah, ich erinnere mich. Können wir denn... Ach, das geht auch. Das ist ja schön. Aha. Was ist das denn zum Teufel?
Okay, wir wissen, wie das zu funktionieren hat. Dann holen wir mal die passenden Pigment dafür. Nämlich Felspigment. Nehmen wir mal 20 Stück. Und noch gelbe da zum Kämpfen. Ja. Hi. Na, wie geht's euch? Alles fit? Bock auf den Job? Nein. Hartz IV. Hey. Nicht den anderen auf den Taschen liegen. Dann versucht wenigstens Let's Player zu werden. So, warte mal. Die können wir gleich. Also die Dauer zu den Bärenrennen gefällt mir jetzt nicht so überragend. So. Alter, ihr sollt nicht abtransportieren. Lasst es doch mal. Nee. Einer muss ja hier bleiben. Bin jetzt zu zweit. Ach, der andere muss ja auch nochmal. Oh Gott. Erledigt erstmal den Fuzzi hier. Und Burns! Alle Steine einmal drauf und dann bist du gesteinigt hier. Von Pflanzen. Den pflücken. Warte mal. Okay, okay, okay. Wer soll das haben, die Flügel-Pigmen? Weiß gar nicht, warum die überhaupt dabei sind. Du nicht. Du bist kein Flügel-Pigmen. Hast dir so gedacht, hä? So. Britanni! Ihr schafft das schon. Hoffe ich doch mal stark. Eine haarsträubende Aktion hier, ehrlich gesagt. Werdet ihr da drüben das alles erkunden? So, alle antanzen. Die komischen Elektrohunde, ihr seid komische neue Gegner. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was ich von euch halten soll. Es gab doch diese... Naja gut, es gab im Pigment zwei Elektro-Gegner, aber das waren diese komischen Käfer, die haben brutal genervt, ehrlich gesagt. Was ist denn das jetzt da? Okay, gehen wir den Weg erstmal weiter. Um den anderen Kompagnon zu erledigen. Ich wollte gerade sagen... Und was bringt das? Folster, so heißt der komische Hund. Schleich dich heran und greife direkt von hinten an. Gelbe Pigment sind die beste Wahl. Sagt er mir jetzt, wo wir hier das ganze Folster-Nest erledigen mussten, oder wie? Na? Schmackofatz! Geh baden und tschüss, Mann! Okay, er drückt sich. Ja, Gehirnerschütterung. Klingt das auch nichts, ne? So, gut, 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 gut. Wo wollt ihr es eigentlich? Oh, da hängt noch was. Da hängt ja was. Kommen wir von hier auch dahin überhaupt? Warte mal, hä? Den ganzen Wasserbereich haben wir noch gar nicht erkundet. Lol. Gelb, 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 gelb. Gelb regiert die Welt. Nee. Das ist merkwürdig. Ich würde euch am liebsten dahin schmeißen, aber da unten sieht es ein bisschen nass aus. Ja, also das wäre das Nächste, was wir machen, mit den Blauen ins Wasser gehen. Vielleicht können wir irgendwie das Wasser ablassen. Wie in Teil 2, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht so wirklich. Und jetzt das da. Das ist auch eine Frucht. Nee, hä? Was macht ihr damit? Was macht... Ach, komm schon! Die bauen eine Brücke. Ohne Scherz jetzt. Jetzt, wo wir fertig sind. Ich denke, was ist denn das da? Jawohl, bislang ist es keine Brücke. Hm. Ja, okay. Hab schon verstanden. Geht klar. Meinetwegen. Und das nehmt ihr bitte. So. Ja, da haben wir doch schon mal gut was gemacht.
Aber das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, wie man mich kennt. Toll. Ich meine, den komischen Buschel da, den habe ich schon immer gesehen, aber... Wenn ich das gewusst hätte, na, hätte doch einfach hier hin, gelbe Pikmin hinschmeißen können fast, oder? Auf jeden Fall krasse Abkürzung. Kann ich nur gutheißen. So, hier hinten noch irgendwas. Ja, jede Menge. Und ihr kommt mir da weg. Sag ich euch ganz ehrlich, ihr kommt mir da bitte weg. Weil ihr geht sonst verloren. So ist es so nett anders. Charlie und Alf sind auf dem Weg. Willkommen, Baby. Blaue. Jetzt gucken wir mal, von welchen wir wie viele haben. Also ein bisschen gucken. Naja, gelbe und blaue. Ach, ist alles unwichtig eigentlich. Miau. Trendfarbe blau. Da. Wie kommen wir ins Wasser? Ohne abzusaufen. Gehen wir einfach so, oder? Blub. Vielleicht wären die anderen auch nicht verkehrt gewesen, die Flügel. Willst du mich mit Wasser bespucken? Ja, das ist ja toll, so eine kleine Abkühlung. Sehr lieb von dir. Und du bitte auch. Und da kommt ihr so ran an die... Na, ihr habt geschrieben, das wäre eine Kiku oder was? So eine besondere Tomatenart. Ja, wenn ihr das sagt. Ja, ich habe dann extra gegoogelt, weil ich es noch nie gehört habe. Kiku oder wie hieß das? Egal. Ist mir kein Begriff. Das hier ist einfach nur so fürs offene Meer oder was, dass wir da nicht raus sollen. Okay, verstanden. Jetzt haben wir schon wieder gute Frosch an Land gezogen. Aber vielleicht, weiß nicht, was sich hier versteckt. Könnte ja auch noch eine Frucht sein. Das ist sehr gut möglich. So, was wollt ihr denn hier drin? Nee. Das ist nichts, das ist nur so eine Abkürzung quasi. Mann, ich hab mich schon gefreut. Da seht ihr es. Ich nehme es mit einem grimmigen Gesichtsausdruck zur Kenntnis. Ja, da können wir jetzt nicht mehr großartig was anfangen, leider Gottes. Das geht nicht. Das geht nicht. Aber schön, dass wir bislang immer noch wussten, was wir machen können. Das lasst ihr mal in Ruhe, ne? Genau, danke. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Also, ein Gegner kriegen wir noch gebasht. Wir sind ja echt nicht weit weg vom Raumschiff von der Drake. Ich hab's ja eigentlich eher darauf abgesehen. Mann! Das könnt ihr alles noch nehmen. Wenn ihr nichts dagegen habt, wer Lust hat, der macht halt. Okay. Dann ist gut. Dann war das der Tag heute. Wieder nur zwei Früchte, aber mein Gott. Und die komische Brücke gebaut. Den Buschel. Dam-da-dam-ba-dam. Aber diesmal kriegt ihr es wohl hin, bitteschön. Seid ihr 39? Ernsthaft? Ah, ich weiß, wo noch welche sind. Das kriegen die ja eh hin. Hier. Komm. Thank you. Da sind vielleicht noch ein paar Bärenfuzzis. Endlich mal. Die da. Habe ich jetzt alle? Da habe ich nach der letzten Sekunde noch welche aufgesammelt, aber die haben ihr Bip-Bip
Klackgeräusch gemacht. Ja, ich denke mal, der Tag war okay, oder? Das war nicht der beste Tag aller Zeiten, aber es ist ein Alltag hier auf PNF 404. Da, 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 da. Nur noch 8 Frische. Yes, baby. Ich freue mich auf den Missionsmodus. Ich bin echt gespannt, was der zu bieten hat. Wir hier gehen in den Himmel. Über die Stratosphäre ins Weltall. Ah, so geil. Wir haben das gut gemacht. Wie gesagt, 2 Fruchtarten fehlen noch. Ich glaube, wie gut man abschneidet, hängt davon ab, wie viele verschiedene Arten von Früchten man gesammelt hat. Weil das ja bei jeder 5. Frucht zelebriert wurde. Wir haben 5 Früchte gefunden, wir haben 10 Früchte gefunden. 15, 20, 25. Wenn wir 30 haben, dann eh. Weil es geht ja darum, dass man die Samen der Früchte dann auf Kopai neu einpflanzen möchte. Ich kann da gucken, was wir noch alles bekommen können. Und zwar noch eine Zitrone muss irgendwo sein. Eine Orange, eine Traube, oh mein Gott. Wir haben 2 von 3 Trauben. Ja, was war denn das für eine Frucht? Die kenne ich jetzt nicht vom Namen her, auf meinem kleinen Bildschirm. Ja. Und halt die 9, ne? Ach Leute, kriegen wir hin. Gefarmt haben wir auch noch nebenbei. Ohne Opfer. Ja, 0. Absolut 0. Weder im Kampf noch in der Nacht. Also, da könnt ihr nicht meckern. Nur, dass man vielleicht nicht so viel erreichen kann wegen dem begrenzten Zeitlimit, aber ja. Seit wir auf diesem Planeten mit der Suche von Nahrungsmitteln begannen, sind bereits 41 Tage vergangen. Wir konnten 58 Früchte sammeln und haben etliche Samenkörner gelagert. Damit werden wir so vielen auf Kopai das Leben retten. Es beruhigt zu wissen, dass auch Alf und der Captain ihr Bestes tun und so viele Früchte sammeln wie möglich. Ja, sicher dort. Freunde, Daumen hoch und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.